Auf der Visitenkarte von mir steht drauf Department Manager für Learning und Development. In meinem Job geht es darum, dass ich auf der einen Seite das Team habe, um das ich mich kümmere. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, dass ich da in Projekte mit involviert bin. Das heißt, es geht darum, diese Lernplattform weiterzuentwickeln, zum Schauen, dass alle unsere Mitarbeiter Zugriff darauf haben, dass es jetzt einmal überhaupt für jeden Mitarbeiter zugänglich wird. Mein Werdegang ist ein bisschen durchmischt. Das heißt, ich habe Matura gemacht da in Bregenz, bin dann an der Fachhochschule Vorarlberg gewesen für 4 Jahre, damals noch im Magisterstudium. Der Titel ist ziemlich lang, und zwar ist es betriebliches Prozess- und Projektmanagement, das ich studiert habe. Habe dort ein bisschen den Fokus schon in Richtung Personal gesetzt gehabt und durfte dann eine Diplomarbeit schreiben im Bereich E-Learning. Und bin dort mit der Firma Einet Logistics in Kontakt gekommen. Das ist ja doch die Firma von Gebrüder Weiß, wo ich schlussendlich heute dann bin. Also der Werdegang kann ganz unterschiedlich ausschauen bei 2 Personen, definitiv. Studium hat es sicherlich erleichtert, weil es einfach mal ein breites Wissen vermittelt hat in verschiedenen wirtschaftlichen Themen. Und dann geht es darum, sich zu spezialisieren. Und ich glaube, es beeinflussen halt auch noch Menschen auf dem Weg, ganz einfach. Das heißt, wenn ich vielleicht andere Menschen getroffen hätte, könnte sie, dass ich mittlerweile ganz einen anderen Job mache. Innovationen in der Digitalisierung, die mich tatsächlich beeindrucken, sind etwas, was es schon gibt, und zwar die VR-Brille zum Beispiel. Also das ist ganz ein spannender Bereich, den man wesentlich mehr nutzen kann als Unternehmen. Es gibt auch große Unternehmen, die einfach beeindruckend sind, wie sie sich überhaupt mit Innovationen beschäftigen. Das ist das Spannende an der ganzen Thema, um da dran zu bleiben. Ich glaube, Digitalisierung hat bei ganz vielen Jobs wirklich eine Auswirkung. Wir sind bereits den Schritt jetzt gegangen, dass wir in Richtung Digitalisierung eine Online-Lernplattform haben im Unternehmen und so alle unsere Mitarbeiter weltweit erreichen können und abholen. Klassischerweise Meetings werden immer weniger. Es kann sein, dass wir uns also bei den Meetings per Skype treffen und nicht mehr vor Ort. Man hat ein iPad daheim, man ist eher wirklich ständig online, man sucht schnell Informationen. Ich denke, das hat sich stark verändert. Also jetzt im Lernbereich und auch in der Personalentwicklung wird sich sicher einiges nochmal verändern in Richtung Skype. Natürlich mehr, also das heißt wirklich auch eben Meetings wirklich mehr digital durchzuführen und dass es sicher alles mehr vernetzt sein wird. Also das heißt, man hat Daten schneller zur Verfügung, die man genauso benötigt, wenn man etwas nachschauen will, bis hin zu dem, dass man im Lernbereich einfach schneller Informationen zur Verfügung stellen können, direkt an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rankommen. Eines der Vorreiter ist sicher immer Google, zum sagen, okay, das wäre ganz spannend, weil da gibt es ganz viele Themen, die, glaube ich, auch von außen nicht sichtbar sind. Also man kennt Google so ein bisschen als Unternehmen, aber die sind immer sehr innovativ unterwegs und an Themen, wo viele Unternehmen wahrscheinlich noch gar nicht dran denken, was zu tun. Dass sie definitiv neugierig bleiben. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist nachher auch im Job. Wirklich offen zu sein für neue Themen, dran zu bleiben, würde man wahrscheinlich bei uns schon sagen, sich informieren. Das kann nur sein, dass sie einen Job einmal ausprobieren und eventuell drauf kommen, dass das nicht der richtige Job ist. Wenn es ihm tatsächlich Spaß macht und er sagt, das ist etwas, was ihn interessiert, auf jeden Fall. Also das ist mir einfach wichtiger, dass er etwas findet, für das er selber Leidenschaft hat. Mitarbeiter sind diejenigen, die die Geräte bedienen, die sie reparieren und warten müssen. Und der Arbeitsmarkt, ja, ist nicht so einfach. Von dem her ist es wichtig, in die Richtung viel zu tun als Unternehmen. Und da ist man in der Personalentwicklung auf jeden Fall richtiger. Ja, also am klassischen Faxgerät habe ich noch nie einen Fax verschickt. Ich kenne es zwar noch, wie es aussieht, weil es noch irgendwo rumgestanden ist wahrscheinlich, aber in Verwendung war es definitiv nicht mehr. Netflix. Restaurant. Carsharing. Tesla. Amazon. Internet. YouTube.